Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Video zurück zu Outriders. Bei mir war es ja sehr still um Outriders, wie die meisten wissen, habe ich das Spiel ja für mich beendet, aber ich habe euch versprochen, wenn es irgendwelche News gibt oder so wie jetzt einige News hintereinander, dann werde ich euch informieren und das mache ich jetzt. Gleich vorweg, das ist kein Bashing-Video. Also mittlerweile, es kommen viele auf meinen Kanal, die auch meinen, naja, wenn du es eh nicht mehr willst, warum machst du noch Videos oder so? Es liegt einfach daran, ich habe es versprochen. Ja, also ich habe einfach gesagt, ich gebe dem Spiel eine längere Zeit. Gibt es irgendwas? Gibt es Informationen? Und ich bashe das Spiel nicht, sondern ich habe halt meine Meinung dazu, was auch schiefgelaufen ist, aber dazu jetzt mehr in dem Video. Wie man schon sieht, sie haben getwittert, ein paar Informationen wieder, und zwar einiges hintereinander. Das ist, glaube ich, 2 Tage alt, dass sie über 3,5 Millionen Spieler im ersten Monat hatten. Dann gab es hier noch dazu dann noch ein paar andere Sachen wie 120 Millionen Stunden wurde es gespielt, 31 Stunden im Durchschnitt, was ich jetzt nicht wirklich viel finde. Also 31 an sich ist jetzt nicht so eine mega Zahl im Durchschnitt. Ja, muss man mal auch ehrlich sagen. Dann die Klassen, was gespielt wurden, Trickster, Pyro, Techno, Devastator, man sieht eh die Auflistung. Ihr findet das auch auf Twitter, also der Link ist dann unten drinnen. Dann, was am meisten verwendet wurde, dieser Gravity Jump vom Devastator, Asche Blast, ja, also ihr seht es ja eh, der Kryo Turret beim Technomancer. Also hier doch etliche Informationen, 1,6 Quadrillion Damage wurde verursacht, wobei ich nicht weiß, ob hier der Damage der NPCs an uns auch dabei ist. Das wäre mal interessant. 9,2 Billionen Perforo-Kills. Ja, also hier doch etliches. 20 Billionen komplette Kills. Ja, Death Shield und die Funeral Pyre ist die legendäre, die am meist verwendendsten, populärste legendäre Waffe. Ja, also ihr seht, sie haben doch etliches an Infos rausgeschmissen. Irgendjemand hat 797 Stunden investiert in dieses Game. Glückwunsch, das sollte irgendwer zusehen und es ist ja von euch. Glückwunsch, muss ich mal ehrlich zugeben. 800 Stunden in dem ersten Monat. Ich hoffe mal, dass nicht AFK war. Ja, das sind diese Infos, die sie jetzt vorgestern rausgehauen haben. Zu den Zahlen an sich, ich sehe das jetzt doch ein bisschen anders, denn klar, wir haben 3,5 Millionen Spieler gehabt. Ich habe leider keine Information gefunden, wie viel bei der Xbox dabei waren, die es gratis dabei hatten. Das wäre mal interessant, weil die müsste man ja dann theoretisch mal abziehen. Und wie sieht es aber aktuell aus? Und dazu habe ich mir die Steam-Statistik rausgesucht. Und hier sieht es momentan so aus, man sieht ja eh, wie es hinuntergeht. Der erste Monat ist klar, das war April bis hierher. Und hier in diesem Zeitraum hatten sie eben diese 3,5 Millionen. Aber hier, wie gesagt, das ist nur Steam. Das ist jetzt ohne, dass ich die Konsolen mitnehme. Die Konsolen sehe ich nicht. Na, also scheinen ja in den Steam-Charts einfach nicht auf. Aber was halt schon auffällt, der höchste Peak waren 125.000. Und die waren am 4. April. Also wir hatten ja vor allem in dieser Woche diese Probleme mit dem Server. Und hier konnten, glaube ich, am 4. April mal die ersten richtig spielen, glaube ich. Ja, also das war eigentlich der Tag, wo alle spielen konnten. Ja, weil hier wollten viele, aber konnten nicht. Und hier hatten wir das erste Problem, eben mit diesen Servern. Im Endeffekt sind wir jetzt so weit, dass, ja, man sieht es eh, das wäre heute 7800 im Moment, gestern 8200, 8900. Wenn wir am Wochenende schauen, 13.000, 12.000, also am Wochenende auch nicht wirklich viel. Und das heißt, es geht halt hinunter. Ja, was aber auch verständlich ist. Und hier spielen mehrere Sachen eine Rolle. Erstens, das Spiel ist natürlich aus. So wie bei mir, ich habe es durchgespielt. Expeditionen habe ich einmal erledigt und dann brauche ich nichts mehr farmen. Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Und wir haben aktuell halt noch zu viele Probleme. Und zu denen kommen wir jetzt. Und hier springen wir mal zurück jetzt an den 18.05. Das heißt, hier springen wir auch einen Tag vor dem Post mit diesen Statistiken, dass sie gesagt haben, wir haben ja diese Damage Mitigation Issues. Also wer nicht weiß, was das ist dieser einkommende Schaden. Hier haben wir ja Probleme, dass wir oft Schaden bekommen, wo gar nichts ist zum Beispiel. Ich habe schon Videos gesehen, wirklich, dass die Leute
rumlaufen. Es sind eigentlich wirklich keine Gegner da und plötzlich kriegt er einen Damage von irgendwoher. Ob der noch von vorher war oder keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Ja, und dich kloppt einfach so um. Ja, also ganz wild eigentlich. Und hier haben sie geschrieben am 18. Sie sind jetzt am Testen und sie wollen es, wenn es möglich ist, am 20. Mai, also gestern, releasen. Sie haben getestet. Es gibt dann ja noch Infos vom 13. Also hier doch, auch vom 10. Doch informationstechnisch relativ viel. Und sie wissen das halt schon recht lang eigentlich. Also dieses Problem gab es relativ lang. Und ebenso gab es ein Problem mit der Rüstung, wo ich hier auch ein bisschen sagen muss, wie das sein kann. Und zwar, es gibt einen Workaround von ihnen selbst und der ist, legt doch das Equipment ab und wieder an, startet ein Spiel neu, ein Hard-Restart des Spiels. Alter, warum? Was ist das für ein Workaround, ja? Also, das muss gefixt werden und nicht jetzt hier so ein Workaround rausgehauen werden, was da jetzt mit dieser Rüstung ist. Also das verstehe ich auch nicht. Und das war am 7. Ja, also das ist schon wieder 3 Wochen her. Ne, 2 Wochen, sorry. 2 Wochen ist es her. 14 Tage. Und hier gab es auch keine Infos bis jetzt. Ja, also hier hängen wir auch in der Luft. Aber wir haben jetzt doch gesagt, okay, und vor allem ich auch, ich habe gesagt, wenn jetzt das passt mit der Rüstung, und sie kriegen noch etliches gefixt, dann schaue ich es mir wieder an. Aber, jetzt kommt's. Leider nein. Denn die Information vom 20. Mai ist, sie haben noch getestet und sie können den Patch nicht delivern. Denn er hat Fehler. Sie haben dann Risk of Stability drinnen und sie wollen es einfach nicht releasen. Sind also nicht fertig. Einerseits positiv, dass sie es nicht releasen, natürlich. Andererseits negativ, weil es hakt halt immer noch hinten und vorne. Also ich habe keine Ahnung, warte halt hier wirklich auf Informationen und wie gesagt, das ist eigentlich sehr, ja, ein bisschen ironisch auch, ne? Man schreibt hier, der Patch kommt nicht und so weiter und drunter steht, aber wir haben 3,5 Millionen Spieler im ersten Monat gehabt und alles super und wir sind mega happy. Ja, nein, sind wir nicht, ne? Also nein, die Spieler sind nicht happy. Man sieht sie auch, ja, also wenn man sich die ganzen Statistiken ansieht, dann ist es einfach nicht befriedigend, Punkt. Ja, das ist im Moment, wie es aussieht. Ich möchte auch hier nicht zu viel reden, aber ich kommuniziere auch mit anderen, mit englischen Outriders, Creatoren und vor allem auch Ambassadors. Und die sind auch, so wie ich, extrem unzufrieden. Ne? Also wir haben generell sehr viel erwartet, auch die Spieler haben viel erwartet. Und so ziemlich alles, was irgendwie schief gehen konnte, ist, glaube ich, schief gegangen. Ja, also das Endgame, wie gesagt, ist für mich halt sehr langweilig. Und sie haben auch dann irgendwo noch reingeschrieben, ja, sie wollen auch wieder in der Zukunft halt was bringen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der noch ist, dieser Tweet. Ich glaube, auf Twitter war das, dass sie auch noch dazu geschrieben haben, ja, und wir schauen in Zukunft, hier, we are also looking forward to expanding Outriders in the future. Naja, weiß man halt nicht, wann das ist. Aber Fakt ist halt doch, wir haben, das Spiel ist immer noch nicht im Griff, es ist nicht stabil mit diesen Fehlern. Es ist einfach nicht berechenbar. Also sehr, sehr schwierig im Moment, denke ich, für Outriders. Ist es das Ende von Outriders? Naja, ich weiß es nicht. Es zuckt halt im Moment noch relativ wild rum, ja, also es wehrt sich noch ein bisschen das Spiel, wie man sieht, nur ohne diese Patches, also ohne diese Fixes und so weiter und vor allem auch, was die Spieler nervt, also nervt diese Stealth-Nerfs, diese Sachen am Anfang, dass nichts funktioniert, aber man hat gleich mal die Spieler genervt und schwächer gemacht und. Diese Liste ist irre lang, wo einfach alle sehr unzufrieden sind, denke ich mal. Ja, und hier seid jetzt ihr auch dran. Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wie gesagt, das soll kein Bashing sein jetzt. Ja, ich sage nicht, das ist scheiße oder irgendwas. Nein, nein, das habe ich nie gesagt. Ich finde halt nur, dass zu viele Fehler passiert sind. Dass es wirklich dauern wird, um das zu fixen. Vielleicht haben sie es wirklich zu früh released, obwohl sie es schon verschoben haben. War es fertig? Weiß ich nicht. Die Story, ja. Ich habe es jetzt wirklich 4-mal gespielt mit 4 verschiedenen Klassen und dann habe ich aber auch genug, ne? Also das reicht mir dann auch. Expeditionen habe ich mit 2 gespielt, nicht mal mit allen 4, weil es ist für mich dann nicht mehr gut, es wird langweilig, es ist wirklich, wirklich permanent dasselbe. Die Speedruns
sind nicht so meins. Ja, also ihr seht, das Endgame für mich in dem Spiel echt nicht befriedigend, inklusive natürlich dem Loot, der Loot-Verteilung, das hat man auch schon besprochen. Zu viele Exos, die random droppen können mit einer sehr geringen Chance. Wenn du jetzt eines farmen willst, ist die Chance bei 0,000 irgendwas. Also unglücklich auch, nenne ich es mal, ja. Und ja, so sieht's halt aus. Ja, mehr kann ich auch nicht im Moment sagen zum Stand von Outriders. Ja, ich habe mir gedacht, ich informiere euch mal. Es ist jetzt doch, glaube ich, 3 Wochen her, dass ich wirklich so eine letzte Information rausgehauen habe. Im Moment, wir warten auch. Ne? Also wir werden halt vertröstet. Sie kommunizieren, ja, das ist okay. Also Kommunikation ist top. Nur es tut sich halt trotzdem nichts. Ne? Es ist halt, ja, viel geredet, nichts gesagt. Ne? Und im Grunde auch mein Video. Ne? Es tut mir leid, ich quatsche wieder sehr lange und habe wahrscheinlich auch nichts gesagt für viele. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch mal informieren, wie ist der momentane Stand in dem Spiel. Und spiele ich es im Moment? Nein. Ja, also solange das nicht kommt, solange hier keine Fixe sind, werde ich es auf jeden Fall nicht weiterspielen im Moment. Jo, somit, eure Meinung, wie immer, Kommentar hineinschreiben, Daumen nach oben, wer Bock hat. Ja, dann auch für die, die nicht abonniert haben, jetzt nochmal Abo drücken. Ich habe mal geguckt, vor allem bei Outriders, 74% meiner Zuseher haben kein Abo bei mir. Was ist denn da los? Hä? So schicker Bursch, hätte sich schon Abo verdient. Ja. Somit, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.